zusammen. Heute mal ein Autor, der bis jetzt auf diesem Kanal noch gar nicht vertreten ist, nämlich Catull. Da machen wir das sehr berühmte Gedicht Nummer 50, Carmen 50. Lucius ad Lucinium. Hesterno Licini die otiosi multum lusimus in meis tabellis. Ut convenerat esse delicatus. Das Prädikat drängt sich relativ schnell auf als Lusimus. Wir haben gespielt oder gescherzt. Subjekt brauchen wir bei Mus eigentlich gar nicht mehr nachsuchen. Wir finden aber einen Nominativ Plural, nämlich otiosi. Das ist aber nicht Subjekt, sondern Prädikativ. Wir haben als otiosi gespielt oder gescherzt. Otiosus aum habe ich nicht aufgeschrieben, heißt aber so viel wie entspannt, in Muße, frei, außer Dienst, sowas. Okay, jetzt müssen wir uns die restlichen Puzzleteile so einsammeln. Hesterno die am gestrigen Tage. So, dann Multum gehört zu Lusimus, ne? Wir haben viel entspannt gespielt oder gescherzt. In meis tabellis, auf meinen Schreibtäfelchen. Damit haben wir den Hauptsatz fertig und haben jetzt noch den Nebensatz. Ut convenerat esse delicatus. Ist ein bisschen merkwürdig. Also beide Wörter, sowohl convenerat als auch delicatus. Das wird jetzt ein wenig anstrengend, denke ich. Aber wir schaffen das. Also konveniere, zusammenkommen, klar, sich treffen, sich vereinbaren oder eben auch, wie ich an den Rand geschrieben habe, zusammenpassen. Convenerat plusquamperfekt aktiv. Er, sie, es hatte vereinbart. Er, sie, es hatte getroffen. Er, sie, es hatte zusammengepasst. Mit vereinbaren würde das passen mit esse delicatus. Er, sie, es hatte vereinbart. Köstlich, angenehm, reizend, sinnlich, lustvoll, üppig, blasiert, verwöhnt, wählerisch, zart, sanft, Wüstling oder Lieblingssklave zu sein. Ihr seht, da türmt sich bei Delicatus auch noch ein kleines Problem auf, ne? Aber erstmal weiter zu Convenerat. Wenn der erste Teil ist, gestern haben wir miteinander gespielt, dann wird das irgendwie was mit Vereinbaren oder Verabreden wahrscheinlich sein, ne? Also mich wundert, dass es aktiv ist. Ut conventum erat esse Delicatus. Wäre gar kein Problem, ne? Wie vereinbart worden war, in eckigen Klammern von uns, oder wie wir vereinbart hatten, Delicatus zu sein. Also man könnte jetzt spekulieren, dass das eine Abkürzung ist und das Tum einfach fehlt und das Leerzeichen. Aber das ist schon eine wilde Spekulation. Also ich denke, die beste Annäherung wäre, wie, wir haben Indikativ, also ut heißt wie, vielleicht können wir es als da übersetzen. Da es gerade gepasst hatte, Delicatus zu sein. So, nun zu Delicatus. Delicatus aum hat als Adjektiv vier Bedeutungen. Delicatus als Nomen nochmal zwei dazu. Das sind genau die, die ich eben schon mal runtergebrabbelt habe. Und da müssen wir jetzt eine Entscheidung treffen, was wir machen. Also, erstmal Wüstling kann man so auf dem Schirm haben, dass das in die Bedeutungsnuance mit reinspielen kann, aber es ist sicher nicht die Übersetzung der Wahl. Genauso wenig blasiert, verwöhnt, wählerisch. Ja, und als Übersetzung der Wahl kommt wahrscheinlich auch Lieblingssklave jetzt nicht unbedingt in Frage. Da vereinbart worden war oder da es gerade gepasst hatte. Also was ich jetzt am liebsten machen würde, wäre die Wörter lustvoll, wie hier unter zweitens, und lustig, wie hier gar nicht stehend, aber analytisch betrachtet synonym mit lustvoll, zumindest irgendwann mal, zwischen diesen beiden Wörtern den Mittelpunkt zu finden und den dann als Übersetzung zu nehmen. Geht aber nicht. Es gibt das Wort lustig, es gibt das Wort lustvoll und es gibt vielleicht noch viele schöne andere Wörter, auf die ich jetzt gerade nicht komme. Bei lustig denkt man nur an Lachen. Da denkt man nur an Witze machen. Da ist das lustig
auch lustvoll heißen kann, da denken viele, glaube ich, nicht dran. Also nehme ich lieber lustvoll. Und damit haben wir den Satz. Versuchen wir mal einen Gesamtanlauf. Am gestrigen Tage, Lucinius, mein Lucinius, haben wir, ja, vielleicht waren wir, und für Otiosus Aum finde ich hier am schönsten sorglos. Ja, die beiden ziehen sich zurück in ihr Kämmerchen und schreiben da auf den Täfelchen rum und sind frei und ungestresst von externen Verpflichtungen. Officia. Also am gestrigen Tage, mein Lucinius, waren wir sorglos und haben viel auf mein Schreibtäfelchen gespielt, da es gerade gepasst hatte, lustvoll zu sein. Das wäre meine Übersetzung. Damit ist der erste Satz fertig und wir sind auch schon beim zweiten. Scribens versiculos uterque nostrum ludebat numero modo hoc modo illoc reddens mutua per jocum ad quivinum. Uterque nostrum, darin erkenne ich unmittelbar jeder von uns beiden. Und das wird vermutlich Subjekt sein. Uterque, das ist ja dann eine dritte Person. Ja, inhaltlich ist es eine erste Person Plural und sprachlich ist es eine dritte Person Singular. Jeder von uns beiden spielte. Da ist das Prädikat. Neues Prädikat gleich altes Prädikat. Uterque nostrum. Jeder von uns beiden. Scribens versiculos. Kleine Verse schreibend. Und das würde ich dann übersetzen. Also jeder von uns beiden schrieb kleine Verse und so weiter. Numero modo hoc modo illoc. Modo hoc modo illoc. Scherzte. Bald über dies, bald über jenes. Und Numero. Numero hat mir auch so ein bisschen Kopfzerbrechen gemacht. Das kann sowas heißen wie alsbald, rechtzeitig. Es kann auch heißen zu früh. Numero modo, das schwebt mir aber auch so ein bisschen vor auf vielfältige Weise. Also ich denke, diese sprachliche Gestaltung ist nicht ganz unabsichtlich so gemacht und bringt so ein bisschen dieses Überschwängliche zum Ausdruck. Der eine sagt das und der andere weiß direkt was dazu und geht direkt darauf ein und das schaukelt sich so im positiven Sinne hoch. Also gemeint ist sowas wie Geistesgegenwart, Spontanität, Kurzweiligkeit, eifrig. Jeder von uns schrieb kleine Verse und scherzte eifrig, bald über dies, bald über jenes. Reddens mutua per jocum ad quivinum. Reddere hätte ich eigentlich auch mal an den Rand schreiben müssen. Heißt da eigentlich zurückgeben. Kann aber auch heißen, ans Tageslicht befördern. Das ist eine von den Übersetzungen, die aufscheint, wenn man das Wort im Wörterbuch nachschaut. Und da mutuum, neben einer ersten Bedeutung, die hier keinen Sinn ergibt und die ich vergessen habe, auch Gegenseitigkeit bedeuten kann. Mutual interest im Englischen, ja, gemeinsame Interessen. Mutual benefit, gegenseitiger Vorteil. Am ersten Beispiel sieht man, dass man es vielleicht auch mit Gemeinsamkeit übersetzen könnte. Und brachte durch den Jocum, da kommt das englische Wort Joke her, ne? Spaß, ne? Durch den Spaß und den Wein. Gemeinsamkeiten zum Vorschein. Jetzt mache ich mir nur Sorgen, dass ich da ein sprachliches Mittel eingebaut habe, was da nicht reingehört. Aber ich denke, das können wir verantworten und das können wir so lassen. Denn dann sind wir nämlich mit der Folie Römisch 1 fertig und damit bei Folie Römisch 2. Atque illinc ab ii tuo lepore incensus licini facetiisque
Ut nec me miserum quibus juvaret, nec somnus tegeret quiete ocellos, se toto indomitus furore lecto versare, cupiens videre lucem, ut tecum loquerer simulque ut essem. Da ist jemand ganz schön verliebt. Kann auch platonisch sein, aber auf jeden Fall ist er verliebt. Ut leitet einen Nebensatz ein, diesmal heißt es das damit um zu oder so das, weil hier Konjunktive drin sind. Wir schauen uns die Satzstruktur an. Am Anfang ist es Hauptsatz. Wir haben keine Nebensatzeinleitung. Und wir haben als Hauptsatzprädikat ab ii, direkt hier am Anfang. Und dann ab ut geht ein Nebensatz los. Und hier vorne haben wir jetzt ut, nec, nec, ut. Und wir haben Konjunktive, juvaret, tegeret. Also damit oder so das, weder dieses noch jenes, sondern irgendwas anderes. Und das heißt, dass der Teil ab set auch noch zum Nebensatz gehört. Und hier versare ist auch nochmal Konjunktiv. Ne? Juvaret, tegeret, versare. Und hier haben wir noch ein Nebensätzchen und hier noch eins. Okay. Atque illinc ab ii tuo lepore incensus. Illinc von dort, von jenem Ort. Ab ii, ich ging weg. Damit haben wir das Subjekt auch direkt. Tuo lepore incensus licini facetiisque. Incensus entflammt, erleuchtet, erfüllt. Tuo lepore von deinem Anmut, von deinem Charme. Ich nehme mal Anmut, das ist so in or between. Entflammt oder erfüllt? Also ich glaube, erfüllen ist eher eine Bedeutung, die sich später herausgebildet hat, die noch nicht so geläufig war, als Catull geschrieben hat. Entflammt oder erleuchtet? Entflammt. Weil hier hinten kann man schon so ein bisschen rauslesen, dass es ihm schlecht geht. Wenn ich erleuchtet von jemandem weggehe, dann geht es mir gut. Aber wenn ich entflammt weggehe, dann kann es sein, dass die Flamme eben keine Nahrung mehr bekommt und erstickt. Und es fühlt sich dann auch wie innerliches Ersticken an. Und dann geht es einem nicht gut. Da passt entflammt doch ein bisschen besser. Ja, was machen wir mit dem Licini? Wir haben das eben gemacht. Mein Licinius, ne? Mein Lucinius. Facetiisque und von deinen Ideen, ja? Und von deinen, ja, nur Ideen wäre ein bisschen falsch. Und von deinen witzigen Ideen. Hauptsatz fertig, Nebensatz. Ut nec me miserum quibus juvaret, nec somnus tegeret quiete ocellus. Klassiker inhaltlich. Also nec nec weder noch. Prädikat und Subjekt quibus, also ne, Prädikat juvaret, Subjekt quibus. Das weder das Essen gefiel. Juvare kann auch unterstützen heißen, aber ja, ich nehme mal gefallen. Und zwar wem gefiel? Me miserum, da juvare auch unterstützen heißen kann, steht es mit dem Akkusativ im Lateinischen. Me miserum, mir elendem. Sodass mir elendem weder das Essen, quibus juvare, das Essen gefällt, das Essen schmeckt. Ja, schmeckte noch somnus tegeret, der Schlaf bedeckte, wen oder was? Ocellos, die Äuglein, wie? Quiete, ruhig, friedlich, entspannt, friedlich,
gemeint ist, er kann keinen Frieden finden. Kann keine Ruhe, keinen Frieden finden. Also noch der Schlaf friedlich die Äuglein bedeckte. Jetzt haben wir hier einen Reim eingebaut, der im Original nicht vorkommt. Mir fällt jetzt nichts Besseres ein. Sodass mir Elendem weder das Essen mundete. Vielleicht. Sed toto indomitus furore lecto versarer, cupiens videre lucem, indomitus schlaflos. Lecto? Nein, es ist kein PPP von leckere und es ist kein Abel Abs. Lecto heißt einfach im Bett. Schlaflos im Bett? Ja, jetzt vielleicht nochmal das Prädikat. Versarer. Ich verweilte. Und wie gesagt, am Konjunktiv erkennt man, dass es noch zum Nebensatz gehört. Also, sodass ich schlaflos im Bett verweilte. Toto furore. Mit ganzem Zorn. Ganz zornig. Rasend. Groll vielleicht. Sondern voller Groll, schlaflos im Bett verweilte oder etwas freier übersetzt, vielleicht umherwälzte oder hin und her wälzte. Cupiens videre lucem, begierig das Licht zu sehen, ja? Oder mich nach dem Licht sehnend. Wieder mit Beiordnung und mich. Die ganze Zeit würde mir vorschweben. Aber ich bin mal vorsichtig. Ut tecum loquerer et simul ut essem. Mit dir zu sprechen. Ich weiß nicht, ob man für sprechen vielleicht noch ein schöneres Wort finden kann. Mit dir zu sprechen. Und zugleich zu sein, zu existieren, zu fühlen, dass man existiert. Damit sind wir beim dritten und letzten Teil. Ad defessa labore membra postquam semimortua lectulo jacebant, hoc jucunde tibi poema feci, ex quo perspiceres meum dolorem. Hier oben erwischen wir ein Postquam, also haben wir einen Nebensatz. Fünftes Wort kommt manchmal vor. Hoc jucunde tibi poema feci ist Hauptsatz. Ex quo, da haben wir wieder die Nebensatzeinleitung. Nebensatz 2. Hoc jucunde tibi poema feci. Ich habe gemacht. Wem? Dir? Was? Ein Gedicht. Ja. Hoc dieses. Ich habe dir dieses Gedicht geschrieben. Jucunde. Jucundus aum habe ich an den Rand geschrieben. Erfreulich, liebenswürdig, beliebt. Das heißt, man könnte jetzt einfach übersetzen, mein Lieber. Gefällt mir aber nicht so durchschlagend gut, weil dieses Jokus ist ja Spaß, Scherz, Joke. Und das ist ja gerade das, was hier der Catull so toll fand. Ja, und da er vorher schon diese Wörter benutzt hat, wird hier Jucundus auch in einem ähnlichen Sinne zu verstehen sein. Mein Spaßvogel geht jetzt aber auch nicht. Ja, was man vielleicht machen könnte, wäre mein Quell der Freude. Genauso wie mein Lieber ein bisschen untertrieben ist, ist vielleicht mein Quell der Freude wieder ein bisschen übertrieben. Das sind halt so die Konflikte, die man dann beim Übersetzen hat. Da muss man sich dann entscheiden. Also, ich habe dir, mein Liebster, mein Quell der Freude, dieses Gedicht geschrieben.
Damit haben wir den Hauptsatz. Jetzt würde ich erstmal Nebensatz 2 machen, weil ich den etwas einfacher finde. Ex quo perspiceres meum dolorem. Dolor kennt man Schmerz, ja, Kummer. Perspicere wahrnehmen, ja, zum Beispiel im Spanischen perspicaz ist eine sehr wahrnehmungsstarke Person. Ex quo perspiceres meum dolorem. Perspiceres steht im Konjunktiv imperfekt und es ist ein Relativsatz. Das heißt, wir müssen den Konjunktiv übersetzen und feci, Prädikat imperfekt, perspiceres, das ist also gleichzeitig. Also, aus dem du meinen Kummer wahrnehmen mögest. Oder damit du meinen Kummer erkennen kannst, vielleicht. Okay, und jetzt hier oben. Lectulo im Bettchen. Würde ich aber nicht so übersetzen. Ich würde wieder im Bett übersetzen, weil Bettchen klingt so ein bisschen infantil. KNG-Gleichheit. Defessa. Membra. Semimortua. Meine erschöpften. Halbtoten Glieder. Ad heißt sowas wie aber nachdem meine Labore durch die Arbeit? Nein, es war ja Muße. Erschöpften Gliedmaßen Glieder. Und jetzt kann man durchaus auch übersetzen, halbtot. Im Bett lagen. Also semi-mortua ist dann wieder prädikativ. Und dann müssen wir hier entsprechend die Satzstellung anpassen mit habe ich dir. Hier in dem letzten längeren Satz dieses Gedichtes haben wir zweimal KW. KW sis, KW des puas. Das ist irgendwie ein bisschen komisch, dass so viele Verbformen da drin auftreten. Eventuell kennt ihr das von Liket. Liket kann auch manchmal noch zusätzlich in einem Satz auftreten, auch wenn es schon ein Prädikat gibt. Und dann wird es einfach übersetzt als möglicherweise. Also in der Übersetzung verliert es dann seinen Verbstatus. Genauso ist das mit KW. Ja, nicht, bloß nicht. Audax, kühn, übermütig. Nun sei bloß nicht übermütig. Nostras oramus cave des puas, okelle. Preces nostras, am as erkennt man den Plural, unsere Bitten. Oramus, wir bitten, wir beten. Cave des puas. Also verschmähe bloß nicht unsere Bitten. Oramus, so eine Art Pluralis Majestatis. Ne? Wir bitten dich. Aber das hat im Deutschen eigentlich keine Entsprechung. Da würde ich vielleicht schreiben, ich flehe dich an. Verschmähe ja nicht unsere Bitten. Ich flehe dich an. Okelle hatten wir eben. Und hier ist es so als Kosename, mein Äuglein. Kommt auch nicht ganz so gut im Deutschen, aber ich denke, man versteht das. Ne pönas nemesis reposcat ate. Ne nemesis reposcat, damit nicht die Nemesis fordert. Ate von dir, pönas strafen. Was geht denn jetzt ab? Est vehemens dea. Sie ist eine heftige Göttin. Vielleicht etwas moderner. Sie ist eine krasse Göttin. Lädere hanc caveto. Caveto ist eine etwas unübliche Form. Imperativ 2 kann man ganz gut übersetzen mit du sollst. Vielleicht du solltest.
Sie ist eine krasse Göttin. Du solltest dich davor hüten. Hank, diese lädere. Ja, verletzen kann man ja eine Göttin nicht. Also gemeint ist hier zu kränken oder zu beleidigen. So, ich habe uns nochmal alles zusammenkopiert. Oh, hier fehlt ein Ich. Sondern ich voller Groll schlaflos im Bett verweilte oder ich mich voller Groll schlaflos im Bett umherwälzte. Ja, jetzt stellt sich von der Interpretation her schon die Frage, worum sich das ja eigentlich handelt. Die verbringen Tag zusammen, haben Spaß, haben Muße, sind locker drauf, trinken Wein, vermutlich auch so viel, dass es durchaus die Zunge löst. Es kommen Gemeinsamkeiten zum Vorschein. Und unserem Dichter Catull hat das Ganze so viel Spaß gemacht, dass er nachher solche Entzugserscheinungen hat, dass er weder essen noch schlafen kann. Das ist für mich schon der Punkt, wo ich sagen würde, der ist verliebt. Ob das romantisch, erotisch, sexuell ist, sei dahingestellt. Aber er ist verliebt. Mit dir zu sprechen und zugleich zu sein. Also hierin kommt nochmal zum Ausdruck, wie dringlich das ist und wie tief dieser Schmerz ist beim Catull. Und gleichzeitig aber auch nochmal, dass es eben nicht sexuell sein muss. Und mich nach dem Licht sehnte, mit dir zu sprechen. Also möglicherweise fühlt er sich einfach gehört, verstanden, wie sonst von keinem anderen. Oder schätzt auch wie er ja geschrieben hat, wie er ganz explizit geschrieben hat. Die Ideen, die witzigen, geistreichen. Geistreich wäre so ein Wort gewesen, was man da bei der Übersetzung noch gut hätte einbauen können. Vegetiert da jetzt so vor sich hin. Kann nicht schlafen, nicht essen. Aber nachdem seine von der Anstrengung erschöpften Glieder halbtot im Bett lagen, hat er seinem Liebsten dieses Gedicht geschrieben, das wir gerade übersetzt haben, und hat sich damit sozusagen geoutet. Hat ihm seine, wie im Detail nun auch immer, gearteten Gefühle gestanden. Nun sei bloß nicht übermütig und verschmähe ja nicht unsere Bitten. Ich flehe dich an, mein Äuglein, damit nicht die Nemesis, Nemesis ist die Rachegöttin, ja. Also einer der Tätigkeitsschwerpunkte der Nemesis war, untreue Ehegatten zu verfolgen und zu bestrafen. Das war so eine ihrer Kernkompetenzen. Was sollen diese letzten Verse? Man mag da so einen gewissen drohenden Unterton rauslesen. Nemesis, Rachegöttin, strafen. Du solltest dich davor hüten, diese zu kränken. Es könnte sein, dass Catull, ein älterer Mann, sagen wir auf jeden Fall ein vollständig erwachsener Mann, Lucinius, wahrscheinlich deutlich jünger als er. Es ist theoretisch denkbar, dass er hier so einen gewissen drohenden Unterton anschlägt. Es wäre aber natürlich unsympathisch und würde auch zum ersten Teil der Interpretation, also zu den vorhergehenden Versen, doch in relativ krassem Widerspruch stehen, weil er ja doch sehr liebevoll im Hinblick auf diesen Lucinius ist. Und gerade eben diese Muße, diese Entspannung, diese Freiheit. Freiheit ist ja doch immer mindestens Freiheit von Zwängen, so schätzt. Und ich denke, dass der Schlüssel wirklich im Wort Audax liegt, das ich hier mit übermütig übersetzt hatte. Spiel nicht mit mir. Ich habe dir jetzt gestanden, was ich für dich empfinde und wie wichtig du mir bist, wie ich von dir abhänge, was das mit mir macht, wenn wir uns sehen, was das mit mir macht, wenn wir uns nicht sehen. Sei nicht übermütig. Nutz das nicht aus. Spiel nicht mit mir.
Sei mir treu, damit nicht die Nemesis von dir Strafen fordert. Noch ein weiterer Gesichtspunkt, vielleicht eher in zweiter Linie, ist, er musste auch irgendwie fertig werden. Er hat das Gedicht angefangen, hat diesen Abend Revue passieren lassen mit Schreibtäfelchen und Wein und intelligenten, erfreulichen Dialogen. Dann hat er erzählt, wie schlecht es ihm ging, wie schlecht er dran war und dass er jetzt dieses Gedicht geschrieben hat, um ihm das mitzuteilen. Vielleicht weil das etwas ist, was in ihm drückt und auch raus muss. Vielleicht kann er nach dieser Mitteilung auch wieder besser schlafen und vielleicht auch wieder was essen. Das war so seine Intention, vor allen Dingen sich zu outen. Aber an der Stelle wäre vielleicht das Gedicht ein bisschen abrupt zu Ende gewesen. Es ist so schon relativ abrupt. Und es an der Stelle einfach auslaufen zu lassen, hätte den Adressaten, den Lucinius, an dieser Stelle zu verloren in der Gegend rumstehen lassen. Er hätte das gelesen, vielleicht ein Jüngling, ein junger Mann, auf dem Weg zur Selbstständigkeit, aber noch nicht 100% angekommen. Und hätte das gelesen und er wahrscheinlich auch. Ich kenne ja den Lucinius nicht. aber es hätte ihn wahrscheinlich schon berührt und hat gesagt, okay, dem Dichter, wo ich gestern Abend war und Wein getrunken habe, dem geht es jetzt so schlecht wegen mir. Was soll ich jetzt machen? Und da greift Catull eben direkt vor und gibt die Antwort auf diese Frage, was soll ich jetzt machen? Sei bloß nicht übermütig. Verschmähe ja nicht unsere Bitten. Er sagt nicht, bitte erhöre unsere Bitten. Also bitte mach das, was ich von dir will. Sondern er sagt, bitte verschmähe nicht unsere Bitten. Und des Puas, cave des Puas, spuck ja nicht aus. Also geh ja nicht verächtlich damit um. Das ist das, was Catull von Lucinius möchte. Und als drittes, mit den ersten beiden Punkten einhergehend, könnte es auch ein bisschen was von einer humorvollen Übertreibung sein. In dem Sinne, dass Catull den angesprochenen Lucinius zum Abschluss nochmal auf leicht humorvolle, übertriebene Weise, damit nicht die Nemesis von dir Strafen fordert, sie ist eine krasse Göttin, motivieren will, die Geschichte nicht auf sich beruhen zu lassen und es nicht bei diesem einen Abend oder einen Tag mit Schreibtäfelchen und Wein zu belassen, sondern sich wiederzusehen und das Ganze vielleicht zu wiederholen und weiterzuführen. Abschließend dazu, ob das möglicherweise eine homosexuelle Beziehung zwischen diesen beiden Männern gewesen sein könnte. Also wie aus der vorhergehenden Interpretation ersichtlich wurde, halte ich es sehr gut für möglich, dass es nicht so war, dass es eine rein platonische Freundschaft oder auch eine rein platonische liebevolle Beziehung zwischen den beiden war. Es besteht aber natürlich auch die Möglichkeit, dass Catull das nicht so explizit aufschreiben wollte. Und dass vielleicht das Gedicht ursprünglich wesentlich länger war oder in Teilen anders war, der eben schlüpfrige Passagen nach und nach rausgenommen hat, damit es eben gerade nicht eindeutig nach einer homosexuellen Beziehung aussieht. Dafür würde sprechen, da muss ich suchen, gar nicht so viel. Ja, also erstens, dass Catull so verliebt ist, wie nun genau auch immer, dass er weder essen noch schlafen kann. Das wäre schon ein Punkt, der für diese Version spricht. Und insbesondere, das wäre dann so ein Punkt, den er vielleicht vergessen hat, aufzuräumen aus dem Gedicht. Nachdem meine von der Anstrengung erschöpften Glieder halbtot im Bett lagen. Wenn man sich Wein reinkippt und auf Schreibtäfelchen schreibt, resultieren im Allgemeinen keine angestrengten Gliedmaßen. Wo kommen diese angestrengten Gliedmaßen her? Also, ja. Trotzdem tendiere ich eher zu Variante 1, dass es eine platonische Liebe ist, die nicht körperlich ist. Denn halbtot im Bett liegen
Das kann natürlich auch die ordentliche Menge Wein gewesen sein, einfach, ne? Dass man dann wie ein Halbtoter im Bett liegt. Und dann tun auch die Glieder weh, auch wenn man sich nicht großartig körperlich angestrengt hat. Okay, eher der Kopf. Aber auch die Glieder. Also ich denke, dass unter dem Strich mehr für eine platonische Verliebtheit spricht als für eine romantisch-sexuelle. Jo, das war's von Catull und mir für heute. Ich hoffe, diese Premiere Catull auf diesem Lateinkanal hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Gedanken habt zu Inhalten dieses Videos, insbesondere zu den strittigen Interpretationsfragen bezüglich dieses Gedichtes, aber auch anderer Natur, grammatisch, was auch immer, schreibt gerne einen Kommentar. Ich freue mich immer, wenn es was zu diskutieren gibt. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Wenn ihr den Kanal unterstützen möchtet, abonniert ihn. Bis bald!